Ey, Digga, wollten wir nicht ein neues Video für Geld machen? Film's schon, Digga. Eigentlich schon, ja. Oh, okay, Yo, Digga, Leute, hier, ihr seht's, Bodensee, ja. Und es ist mysteriös, was hier alles angespült wird. Ja, alle möglichen Diggers und Liggers. Und, krasse Story, das müsst ihr Bescheid wissen hier. Vor ein paar Tagen haben wir so Drohne geflogen, wisst Bescheid, haben wir auch Video gemacht, haben wir 1000 Euro mitverdient, weil es 20 Minuten lang war und jede Sekunde war Werbung und ihr habt den Müll angeschaut und geliked, weil ihr dreijährige Kahn seid. Und ihr müsst wissen, ja, meine Diggers, die haben so ihre Drohne geflogen. Keine Ahnung, was das ist, IGD oder was das ist da. Und da ist einfach mal, sind wir hier so über den See, krasse Shots, ihr wisst Bescheid, Supreme-Kleidung. Und krasse Shots wurden gemacht, aber die SD-Karte ist in den See gefallen. Und ihr kennt ja solche Videos, wo Leute im See was finden und das machen wir heute mal. Und ihr seht schon, hier ist so Ebbe, wie nennt man das? Ebbe-Flut-Dingens. Ihr wisst ja, Tsunami ist hier schon, wie alles hier schon angespült wird. Ihr seht schon hier, man muss mal vorsichtig sein, sonst versinke ich hier im Boden, Digga. Ihr seht hier, so Steine sind schon... Ist aber lustig, Digga. So, Digga, Leute. Klar, wir schauen hier einfach mal, was wir hier so finden. Müssen wir mal schauen hier. Oh, Digga, Leute. Durch das an, Alter. Digga, hier richtig heftige Flaschenreste irgendwie. Das werfen wir jetzt mal in den See, weil die Fische brauchen ja auch was zu essen. Ihr wisst Bescheid, Like für Naturfreundlichkeit. Oh, Digga. Digga, noch eine Scherbe, Alter. Da haben wir gleich Double Food für die Tiere. Nice, Digga. Oh, Digga. Digga, was ist das? Hä? Digga. Guck, da siehst du es. Digga, das ist eine Waffe, oder? Digga. Ich will das nicht anfassen, sonst... Ja, noch eine Waffe. Junge. Digga. Ich will jetzt nicht meine Fingerabdrücke hier oder so. Yo. Oh shit. Leute, was? Jo, neulich. Ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, aber safe. Digga, von neulich hier an der Uni, da war so Überfall, weißt du? Junge! Digga! Jo, aber was ist da hier? Seht! Oh, ist auch voll schwer, so. Die wiegt gefühlt 3 Kilo oder so. Alter, ist die geladen? Jo, safe. Sonst schieße ich mir gleich den Kopf ab hier. Scheiße. Jo, guckt euch das an. Holy shit, Alter. Das ist doch. Digga, wie heißt es doch so. Ist doch so. Diegel ist das doch, oder? Digga. Heftig, Mann. Jo. Ja, so mit richtig so Magazin und alles. Junge. Scheiße, Mann. Jetzt sind wir noch was. Jo, hier ist noch so ein Splitter. Was, wenn die Täter, was, wenn die so noch kurz gesoffen haben? Irgendwie bevor die Uni überfallen haben oder so. So, Digga, Leute, hier, ich hab die jetzt wieder. Auch wenn ich es nicht anfassen will, ihr wisst Bescheid, aber wenn die jetzt wirklich echt sind. Dann habe ich so Schiss, weil dann werde ich erschossen von der Polizei, ihr wisst Bescheid. Und
ja, testen wir es einfach aus, weil dann weiß ich, dass ich sterben werde. Und wenn nicht, dann nicht. So, Leute. Ach du Scheiße, ihr seht meine Hände hier, die zittern voll. Oh shit, Digga. Ich weiß gar nicht. Das ist ein ganz anderes Kaliber, sowas habe ich noch nie berührt. Jo, okay, jetzt. Oh shit, Digga. Oh fuck. Oh mein Gott. Holy shit. Oh fuck. Digga, ich bin richtig hier. Oh mein Gott. Digga, hast du es gefilmt? Digga. Ich glaube, ich hab's drauf. Scheiße, Digga. Oh, scheiße, Digga, was, wenn das jetzt jemand gehört hat hier? Weil, das ist ja, ich meine, direkt nebenan, ihr wisst ja. Die Sache ist, wenn hier jetzt noch irgendeine ist, weil ich glaube, es wäre jetzt schlauer, wenn ich einfach alle jetzt schnell beseitige oder so. Weil, was, wenn jetzt jemand kommt, dann bin ich am Arsch. Und da ist noch eine, Digga, guck. Scheiße, Mann, ich glaub's nicht. Yo, shit, Digga, Leute, guckt mal, wer da ist. Hallo, was wollen Sie hier? Ne, ich hab davon, wir haben Schüsse gehört und da vorne haben zwei Wachen gefunden. Und deswegen wird diese Gegend hier vorläufig evakuiert, weil es könnten natürlich hier gefährliche Bomben auch noch sein. Und auf jeden Fall sind sie hier ein bisschen zu nah an der Sache, deswegen müssen sie jetzt in Untersuchungshaft kommen. Yo, das tut mir natürlich ja, sehr leid. Nee, ja doch, das muss jetzt leider sein. Ich weiß, war nur spazieren hier. Ja, ich weiß, wir werden vermutlich auch ganz wieder freigelassen. Also da können sie auch ruhig ihren Anwalt rufen. Ich würde ihnen auch raten, wie sie wissen, kann alles, was sie jetzt hier aussagen, vorgelegt. Jo, Anwalt heißt Geld zahlen, Digga! Ah! Oh, oh, oh. Ja, Leute, das war unsere Parodie von Simon Desius Video namens Ich habe eine Waffe im See gefunden, soll ich zur Polizei? Und ihr seht, wir haben hier richtig krasse, echte Waffen. Wie auch zum Beispiel diese hier. Ja, das ist meine, ja, die ist noch krasser. Die ist echt, die sieht tatsächlich echt aus, die hingegen nicht. Aber die ist am echtesten, ja. Ihr kennt die ja, damit habe ich mich 19, schon oft 11. selbst umgebracht. Also. Und natürlich schön abonnieren, schaffen wir 150 Abonnenten. Ja! Hallo! Ja, natürlich liken ohne Ende und Kommentar schreiben, ob es euch gefallen hat. Und ja, dann kommt bald wieder ein neues Video. Mal schauen, was es wird. Seid auf jeden Fall gespannt. Und ja, dann verabschiede ich mich. Und natürlich Props an Carly. Ja, natürlich hier. Ja, ja, also, und an den lieben Jan aus Egg, der nie in Videos will, oder? Ja, ja. Aber auf jeden Fall nochmal danke an Karle, weil für ihn ist es schwierig, ernst zu bleiben bei sowas. Also er hat es wirklich nice komplett geschafft. Sieht er vielleicht auch in den Outtakes dann. Ja, wenn wir noch was haben. Ja, die kommen jetzt. Action! 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 Heiß! Glaub's nicht. Da habe ich noch eine gefunden. Was? Okay, let's, ich kann mal schneiden. Ach, ja, ich habe die Schüsse gehört. Da lagen Waffen und haben da irgendwas gesehen. Aber sehe, die Verdächtigen sind hier vorläufig festgenommen. Weil das hier ist eine ernste Angelegenheit. Sie könnten möglicherweise Waffen herumliegen. Nee, Digga. Ja. Ja, doch, ja. Nee. Ja, doch. So ein Schatz. Man kann ja behind the scenes am Ende noch. Ja, genau. Yeah. Servus, Leidels, und willkommen zum Behind. Lol, ich Sonne in der Fresse. Servus, willkommen zum Behind the Scenes von. Ja, von. Wie, Digga, wie nennen wir's? Waffen im See. Arsenal im See gefunden. Kanaken, okay, ist gerade ein bisschen. Nennen wir's einfach Waffen. Und, ja, und ja, wir begeben uns jetzt in den Wald an. Lol, wir haben die falsche Abzweigung genommen, ihr Lappen. Die ist später. Nein, hier gehen wir nicht hin.
Okay, ich hab jetzt gerade nicht drauf geachtet, dass wir die falsche Abzweigung genommen haben. Deswegen gehen wir jetzt her. Schön reingeschissen.